So, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play, ihr wisst schon, Heroes of Might and Magic 3. Das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Part, den ich jetzt am Stück aufnehme. Außerdem bin ich immer noch übelst erkältet. Aber sorry, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich kann ja nebenbei spielen. Jetzt mir wieder gut. So, auf jeden Fall sind wir jetzt kurz davor, die letzte Stadt noch einzunehmen. Und dann hätten wir ja gewonnen. Ich warte jetzt wieder 7 Tage, bis sich der Typ hier auch quasi aufgelöst hat und weg ist. Weil der wird jetzt erstmal versuchen, alles Mögliche zu machen, damit er seine Stadt wieder bekommt. Das werden wir natürlich versuchen, so gut wie möglich zu verhindern, was natürlich nicht einfach wird. Aber naja, wie gesagt, die nächsten 7 Tage ist erstmal chillen und dann werden wir mal gucken, ob wir nicht noch einen zweiten Held zustande kriegen, weil der Typ, der da in diesem Ogre-Ding sitzt, also die zweite Stadt, die wir eingenommen haben, ganz am Anfang, da sind jetzt schon so viele Einheiten gespawnt, nehme ich mal an, dass wir da locker eine richtige Armee noch mitmachen können. Wir haben zwar die besten Einheiten hier in der Armee, die 21 und die keine Ahnung was noch. Aber ich schätze mal, dass wir da doch noch ganz gut was zusammenkriegen. Was auf jeden Fall brauchbar ist. So, was bringt das jetzt? Da können wir irgendwie nicht nachgucken. Schade. Naja, ist aber auch nicht so wichtig, weil ich denke nicht, dass wir einen verlieren. So, zwei Mumien, eine Mumie und noch eine Mumie nehme ich mal an. Jawohl. So, der Archangel ist aber auch immer der Erste. So, wie viel Leben hat er denn noch? Der hat noch 161. Der macht 3 bis 5 Schaden. Der macht 1 bis 3 Schaden. Dann töten wir erstmal den. So, dann kommen wir jetzt auch einfach rausgelaufen. Ist scheißegal. Oh. Sorry, aber ich bin übelst erkältet. Tut mir leid. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu krass. Ey, guck mal. Weißt du, das finde ich echt langweilig. Also, ich habe jetzt auch keinen Bock, alle 2 Sekunden da was zu machen. Auf 52 Imps hat. Das ist krass. Ich wollte eigentlich jetzt rauslaufen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Also mit dem Archangel. Weil 257 ist schon gar nicht mal so schlecht. Und der hat mit dem ersten Schuss sofort das Ding kaputt gemacht. Alter, der würde mich sogar töten, wahrscheinlich. Ja, aber klar. Ach, wieso haben wir auch keinen Blind, ganz ehrlich, ey. So, der greift sogar an. Das traut er sich also. Gut, so, was ist das? Feuerding, Landmine. Feuerball. Ey, wir haben doch Blind. Das ist natürlich geil. So, hier kommen dann. Nee. Ja, was ist das denn? Ach, der hat uns Punkte abgezogen oder so. Ist mir jetzt aber völlig egal. Ich will die Devils tot sehen. Hoffentlich sterben die, aber ich schätze mal, ja. Blöd, weil der ist jetzt, wird jetzt von allen angegriffen. War vielleicht nicht meine schlauste Aktion. So, die lassen wir aber trotzdem alle noch drinne. Und bam, jetzt eine mit der Peitsche. Wow, 257. Also, ohne Scheiß, vor denen habe ich richtig Angst, weil die können. Also, die sind zwar nicht stark. Und die machen auch nur 300 Schaden. Was heißt nur, aber die machen halt 300 Schaden. Naja. Muss man halt gucken, so soll ich die jetzt angreifen? Dann machen wir erstmal die tot. Alter, wir haben mal Glück, unglaublich. So, dann machen wir jetzt die erstmal weg. Aber gut, da sterben aber auch 70 Stück mit einem Schuss von der zweitschwächsten Einheit, die wir haben bei uns. Also, die sind nicht stark, ne? Die gehen halt sofort dauern, aber es ist halt so, die Masse macht's halt einfach, ne? Es ist halt, ich meine, ein Türke allein ist ein Weichei, aber 10 Stück, die hauen ihr dann schon auf die Schnauze. Nein, natürlich nicht, war nur ein Witz. Ich hoffe, ihr checkt das. Das ist halt schon, dass es die Masse macht halt am Anfang. Das Gute ist halt, wenn du jetzt einmal so einen Fernkampfangriff da machst und die nichts mehr machen können, weil die Hälfte der schon down ist davon sofort, ist es halt einfach auch verdammt nice. So, jetzt können wir eigentlich nochmal einen Feuerball einsetzen, der dann da alle drei trifft. Bam, Junge, haben die voll gelitten, sterben erstmal 60 Kreaturen. Und der nimmt uns immer 2 Mana-Punkte weg. Ist gar nicht so schlimm, weil es nur 2 sind, aber trotzdem regt's auf. Okay, der läuft da zumindest nicht rein. Ich bin am Überlegen. Ne, wir greifen die an. So, perfekt. Na, wir bleiben hier noch drinnen. Wir chillen. Ich will die Verluste so gering wie möglich halten. Oh, tut mir leid. Okay.
okay, jetzt können wir offensiv ruhig rausgehen und bam, gibt's auf die Schnauze. Und da gibt's auch nochmal auf die Schnauze. Na, da gibt's nicht auf die Schnauze. Ach, jetzt blindet er uns da noch mehr, ist doch egal. So, bam, Digga. So, und zack. Und zack. Am wichtigsten ist eigentlich nur, dass ich keine Archangels oder wie auch immer die heißen. Ich guck mal jetzt den genauen Namen. Ich schätze mal, Leute, die jetzt wissen, wie die heißen, das regt einen voll auf, wenn der Name da falsch ausgesprochen wird von der Einheit, auch wenn scheißegal ist. Gab's ja bei mir auch mal, weil ich immer League of Legends sage. Archangels. Naja, das passt schon so, wie ich es ausspreche. Wenn nicht, dann ist auch egal. Ey, ich hab mal Glück, halt's Maul. So, dann können wir jetzt hier gleich mal das Spiel beenden und bam. So. Ja, guck mal, wir haben nur 13 Einheiten verloren. Ich finde, das ist schon in Ordnung. So, der wurde jetzt komplett besiegt. Das heißt, ah, der ist noch über uns. So, hier nochmal Dicken. Jawoll. Lol, wir haben den Heiligen Gral. Boah, beste, Digga. Perfekt, geil. Okay, so, das ist die Stadt. Mal gucken, können wir uns hier mal einen. Ich muss gucken, weil ich kenne mich in der Stadt. Also ich spiele die. Die spiele ich nicht so oft. Die habe ich, glaube ich, erst ein oder zwei Mal gespielt. Wo ist denn hier der Marktplatz? Nicht der Marktplatz. Haben die es überhaupt schon gebaut? Hier, dieses Ding, ich will mir was kaufen. Hier ist es nicht. Ja, Only Heroes. Oh, hier sind doch hier hin. Ja, genau. Aber ich wollte mir was anderes kaufen. Dann kann man hier wahrscheinlich nur dieses Restore-Zelt kaufen. Das ist ja gay. Ich würde sagen, das passt schon. So, auf jeden Fall haben wir den Heiligen Gral gefunden. Das gibt uns jetzt auch mal extrem viel Geld, obwohl wir das gar nicht mehr benötigen. Aber das ist schon, denke ich mal, in Ordnung so. Und den müssen wir jetzt so schnell wie möglich in die Hauptstadt bringen. Christian halt, mein Lieblingschamp, erhält, ich denke, es ist jetzt natürlich klar, warum. Ja, also dem macht keiner was vor. Aber da wir jetzt aber auch so viel Geld haben, können wir eigentlich auch mal anfangen, hier abzugraden. Hier machen wir mal das einfach mal und dann haben wir 210 stärkere Einheiten. Einfach mal so. Zack. Und hier genauso, hier ist doch bestimmt auch schon so viel. Ja, stimmt sogar. Aber hier, komm, weg mit denen, ey, verpiss dich. Und die können wir upgraden. Was können wir denn hier noch bauen? Erstmal holen wir uns die Einheiten natürlich. Die sind upgegradet, die sind upgegradet. Aber wie gesagt, also eigentlich haben wir jetzt drei starke Helden. Ich werde jetzt auch ein, zwei Wochen warten höchstens. Und dann werde ich den auf jeden Fall halt zerhauen. So, können wir noch was bauen? Ja, wir können das upgraden. Und ja, noch stärker. Aber das Blöde ist, unser ganzes Geld ist jetzt natürlich weg. Aber wie gesagt, so ist es halt einfach. Wir haben jetzt quasi drei starke Champions einfach mal so für nichts bekommen. Zwei haben wir jetzt, drei insgesamt. Und vielleicht noch den in der Hauptstadt von uns, aber der ist halt nicht so stark. Auf jeden Fall passt das. Okay, der greift uns auch nicht an. Aber wie gesagt, also man merkt aber schon, unser Champ wird halt von Kampf zu Kampf auch immer schwacher. Also so von den Attributen her und alles ist natürlich noch stark, klar. Aber ich meine halt so jetzt generell, kann man schon merken, ah warte, wir sind nicht doof, wir bleiben da noch. Ich bleib da mal noch, bis die Woche zu Ende ist. Weil ich habe keinen Bock, dass der jetzt irgendwie von oben oder so kommt und mir das jetzt wegnimmt. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich warte jetzt noch die Woche, dass ich da Verteidigung reinstellen kann. Und dann werde ich da weitermachen. So, jetzt haben wir erstmal den Gral zu Hause. Zack, Digga. Und von 4000, eigentlich kriegen wir jetzt mehr Geld. Uff, was ändert das denn? Können wir gleich gucken. So. Nö, irgendwie haben wir... Was auch was. Mehr Einheiten oder sowas haben wir auch nicht. Also finde ich komisch. Eigentlich kriegen wir dann 10.000, soweit ich weiß. Können wir jetzt irgendwie was bauen oder so? Do you wish? Ach so, ja. Ach so. Ja, siehst du, jetzt nämlich alles erhöht. Hätten wir das mal letzte Runde gemacht. Sage ich ja, das bringt also extrem viel. Auch extrem viel Geld und so. Also schon richtig krass von nur 9.000 halt, nicht 10.000. Aber ich finde, das ist ja jetzt nicht unbedingt weiter schlimm. So, dann können wir hier auch nochmal Einheiten holen. Weißt du aber, was vielleicht schlauer wäre, wäre erstmal hier die Einheiten zu holen. Weil ich habe ja gesagt, dass wir jetzt weiter müssen. Weil es ja beenden will. Und ich finde halt, das ist zwar, ehrlich gesagt, jetzt keine so starke Verteidigung, sag ich mal, dass wir da jetzt jeden Angriff weghauen. Aber das ist zumindest was, was ich da stehen habe, sag ich mal. Das kann den Gegner auch schon abschrecken.
Ist ja nur das, was so halt am Tag spawnt. Weil der ist nämlich schon hier und die haben da gerade nicht so viel, sehe ich gerade. Das heißt, wenn wir uns beeilen, können wir das nächste Runde schon angreifen. Dann können wir das nächste Runde theoretisch schon beenden. So, und hier können wir jetzt auch mal die besten Einheiten von denen spawnen. Dann müssen wir denen jetzt zwar weghauen, aber es sind sowieso nur 6 Stück. Und das ist nicht weiter schlimm. So. Perfekt. Und hier haben wir dann leider kein Gold mehr für. Nur die beiden können wir uns noch leisten. Und die hier. Und die. Aber mehr können wir uns nicht holen. Ich mag Christian irgendwie. Irgendwie ist Braun auch der Einzige, der nicht so viel gemacht hat. Also finde ich. Ich finde, alle haben jetzt nicht so viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das Spiel ist jetzt wahrscheinlich sowieso schon beendet, oder? Was hat der hier? Boah, der hat da wirklich viel. Weiß ich, gönn mir einfach. Ich traue mich jetzt, weil ich will das ja auch beenden. Ich will da vorher mal gucken, was Rot hat. Wo ist denn der? Hat der gar keine Champions mehr? Naja, ist auch ganz in Ordnung. So, komm, weißt du? Gönnen wir uns jetzt einen Angriff. Vielleicht unsere letzte Schlacht. Sieht von den Truppen her auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Der hat jetzt nichts Großartiges. Und wir haben ja noch immer unsere Spellpunkte. So. Ich werde gucken gerade mal, wie ich das mache. Ich mag eigentlich eher so diese Angriffs-Spells, anstatt dass ich die da irgendwie verlangsame oder blind mache oder sonst was. Wir werden auf jeden Fall offensiv reingehen, versuchen so viel wie möglich, so schnell wie möglich wegzuhauen. Gut, das Blind, das war klar. Und guck mal, 10 Archangels machen 1200 Schaden, das ist schon extrem viel. So, jetzt müssen wir nur diese Ghost-Drachen so schnell wie möglich töten. Was schwierig ist, weil wir, also weil unsere Einheiten, also wie gesagt, unser Champion ist halt schon ganz schön geschwächt von den ganzen Schlachten, die er so erlebt hat auf seinem Weg. Aber es sieht trotzdem eigentlich schon so aus, als ob wir das ganz locker schaffen. Greift er nochmal an? Nee, schade, leider nicht. Aber die haben halt, wie gesagt, noch die Chance, nochmal anzugreifen. So, der ist auch tot. Der wird jetzt auch weg sein. Ganz ocker. Locker, meine ich. Ja, ocker, lol. Ah, wie die Farbe ocker. Und bam, ist er weg. So, mit denen kann ich jetzt den nochmal angreifen. Ah, die Archangels, also. Die Menschen hier, die sind schon echt, also krass OP wahrscheinlich, würde ich mal sagen, würde man in die Jovision-Sprache dazu sagen, weil die halt wirklich extrem stark sind. Halt diese Archangels sieht man ja, die hauen wirklich alles weg. Und ich finde persönlich, das sind die Besten. Sind sie, glaube ich, sogar auch wirklich. Also es ist jetzt nicht einfach mal so dahergesagt. Also es stimmt schon, was ich sage. Und das ist schon echt krass. Man sieht ja auch, ne, die sterben auch kaum, also wenn da 100 dieser Zombies angreifen und so weiter, also es ist schon stark. Wir haben sogar Glück. Können wir ja gleich mal hier einen Besuch abstatten. Bam. Und mit denen können wir dann auch wieder angreifen. Und die Runde ist beendet. Ich weiß gar nicht, was dieser Wagen bringt. Also ganz ehrlich, so frage ich mich mal, was bringt der denn? Unlimited Ammunition oder so? Keine Ahnung. Oh Mann, meine Marksmänner werden natürlich mitgenommen. Wäre mir das jetzt nicht scheißegal, würde ich noch healen. Aber das bringt jetzt nicht wirklich viel. Ja, doch, weißt du was, gönnen wir uns. Komm, hier. Weil es 62 Stück sind. Und weil es einfach OP ist. Nein, die wollte ich gerade benutzen. Scheiße. Aber wir haben jetzt zum Glück das noch. Und wir haben irgendwie 114 Spell Points, also können wir die ruhig ausgeben. Ach, das trifft meine auch. Ach, scheiße. Na toll. Naja, nicht so schlimm. Ja, wieso greifen die auch immer die an? Unfair. So, komm, dann. Bam. Nein, er hat einen getötet. Also, einer ist ja halt schon gestorben. Macht das viel Schaden? 161. Ich schätze, das reicht. Ja. Na, guck, wir haben auch wieder ganz wenig verloren, nur. Expert Learning.
So, jetzt müssen wir einfach nur verteidigen. Mal gucken, hat er alle Einheiten gekauft? Sacknase, hat er nicht. Gut, dann können wir uns aber die einfach nur 16, damit wir 16 Einheiten mehr haben. So, das heißt, die letzten 7 Tage dieses Let's Plays laufen. Day 3 müsste dann Ende sein. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn jetzt nichts Großartiges passiert, was ich mal nicht annehme, dass der uns jetzt nochmal groß in die Quere kommt. Mal gucken, was hat er denn da noch? Obwohl das schon eine extrem große Armee ist. Was hat er denn hier drin stehen? Nicht so viel. Hier oben war auch nochmal ein Schelm von denen. Muss man gucken, ob es jetzt endet. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich finde das Spiel halt immer noch extrem geil. Ich muss sagen, ich finde, das ist das beste Heroes, was es gibt. Ich habe alle mal irgendwann gespielt, also ich persönlich finde das halt am besten. Ich schätze mal auch einfach so, weil ich natürlich mit dem Spiel viele Erinnerungen jetzt habe, die ich teile oder halt die ich persönlich empfinde für das Spiel, weil ich spiele das oder ich habe das erste Mal gespielt. Da war ich, glaube ich, 10 oder 11 oder 12, ne, mit meinem besten Freund damals noch und so. Ne, dann denkt man natürlich schon, dass es das geilste Spiel ist. Aber mir gefällt das auch. Ich spiele das gerne. Ich spiele das momentan nicht so oft. Ich musste mir das leider auch cracken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also falls ihr anstelle des Spiels das sehen, meine CD ist kaputt gegangen von der Complete Edition. Konnte ich nichts machen und ich wollte das unbedingt wieder spielen. Aber ich habe mir auch keine Lust, Spiele zwei oder dreimal zu kaufen. Ich schätze mal, dass mir da nochmal vergeben wird. Und wenn nicht, ihr seid blöd. So, ich dachte jetzt, dass der Champ irgendwie so voll krass ist von denen. Deswegen meinte ich, ob es noch nicht vorbei ist, weil ich denke mal, dass der Champ da oben, na gut, der könnte Rot da in Bedrängnis bringen. Ich hoffe einfach mal, dass er es nicht tut, weil ganz ehrlich, das wäre einfach wieder so eine Spielverzögerung. Das wäre einfach unnötig. Vor allen Dingen geht der Part auch schon wieder 20 Minuten. Aber vor allem habe ich einen Fehler gemacht, aber es ist jetzt egal. Wir gehen einfach mal raus. Meinst du, der schafft's nicht? Was für eine Lappeneinheit, ey. Dreckshusten, eine Dreckserkältung, ey. So ein Scheiß. Braucht kein Mensch, ey. So, komm, dafür gibt's aufs Maul. Ja, mal gucken. Ja, gut, der versucht's auch gar nicht. Ja, gut, dann ist natürlich, so einfach ist es dann vorbei. Ja, wie gesagt, was ich als nächstes machen werde, muss ich mal gucken. Ich habe mir überlegt, vielleicht noch Hearts of Iron 3 mal zu spielen oder so als Deutscher oder Franzose mal aus Spaß ein paar Kampagnen anzufangen. Muss ich mal gucken. Und ja, ich will es jetzt nicht nochmal sagen, ob es euch gefallen hat. Ich weiß nicht, was kann man denn noch sagen? Also so Fazit, ich finde diese Runde war wirklich extrem einfach. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so dieses Spiel halt war wirklich, also war wirklich extrem einfach. Sonst habe ich immer, also ich habe zwar keine Schwierigkeiten jetzt, das Spiel zu gewinnen, aber es ist normalerweise schwieriger, finde ich. Oder auch Braun macht zum Beispiel mal mehr. Aber so als Mensch ist es halt auch extrem einfach. Und ich weiß noch, früher wusste ich gar nicht, dass man die anderen überhaupt wählen kann. Weil bei der Karte bist du normalerweise rot als Spieler 1 und als Spieler 2 bist du halt die Menschen. Und irgendwann habe ich dann mit einem Kumpel herausgefunden, ey, das kannst du ändern. Also du kannst halt selber auswählen, wen du spielen willst. Als wir das herausgefunden haben, ne, ey, da ist ja für uns wirklich, da ist ja Freudensprünge, ne? Das ist ja endgeil, wenn man sowas dann herausfindet. Das war auch ein richtig gerne. Ja, wir wussten das vorher nicht und wir haben uns einfach damit zufrieden gegeben, dass Spieler 1 immer die Schwächsten sind, weil, also in der Nicht-Complete-Edition sind diese, ist Rot der Schwächste. Ich habe keine Ahnung warum, weil ich persönlich finde die ganz in Ordnung, aber es sind wirklich die Schwächsten. Es gibt noch so eine andere Gruppe, die können wir, oder also die gibt es auf der Karte jetzt nicht. Das sind die Pixies oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall sind das so ein Elementar-Ding ist das. Und das sind die Schwächsten, die haben die schwächsten Einheiten, das ist auch die schwächste Klasse, die es gibt, oder die schwächste Stadt. Aber die kannst du sowas von in die Tonne kloppen. Und wir haben gewonnen, wunderbar. Das war's, jetzt sehen wir nochmal kurz den Highscore. Erstmal sehen wir jetzt diese epische Animation. Ja, wir sind Medusa Queen. Ey, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, please enter your name. Let's play. Let's Plas. Wir sind Let's Plas, okay, aber wir sind Erster. Wir haben 74 Tage gebraucht. Naja, gut, geht, ne? Passt schon. Alles klar, dann hoffe ich, dass es.